Schläft nur noch. Auf diesem Flur wird. Spielen wir das einfach mal, oder? Gut, Einsteckerin. Wie sind die wohl verwandt? Logisch, das weiß doch. Ja, weiter. Genau. Was wäre ja der Schulalltag? Wie heißt das Internat, in dem Hani und Nani Lindenhof? Richtig, gut aufgepasst. Adlerhorst. Wann findet Lindenhof die geheißeste Party statt? Jeden Sonntagnachmittag zur besonderen Gelegenheit und heimlich um Mitternacht. Oh ja, so eine Mitternacht. Ja. Wo ist das Zimmer von Hani und Nani? Im ersten Stock des Hauptgebäudes, im Nebengebäude, da. Richtig, gut beobachtet. Welche Sportarten sind Lindenhof besonders beliebt? Surfen, Handball und Tennis. Richtig. Das sind doch tolle Sportarten. Wie nennen die Schülerinnen ihre Französischlehrerin? Madame, Mamselle. Mamselle klingt doch auch am nettesten. Komm. Kein Fehler. Boah. Weiter mit den Fragen für fortgeschritten. Gut. Welche Musik macht Roy Bernhardt, die Lieblingssänger? Oh, Techno-Schlager, bestimmt Schlager. Leider daneben. Oh, Roy Bernhardt ist ein Country. Welche Musikinstrumente spielt Marianne? Klasse. Ich weiß nicht, wer das ist. Mit wem kommt Hani und Nani mit Rätsel um einen Geisterschloss auf die Spur? Das war die falsche Antwort. Mist. Mit Jenny und ihrem Bruder ist die ganze Aktion doch viel spannender. Okay. Womit erheitert Doris ihre Freundin sehr gerne? Sie kann die besten Witze erzählen, sie dementiert Erfahrungen und die Macken der Lehrer. Oh ja. Doris ist einsame Spitze. Für wen schwärmt Eddie und Bett? Popstar, der Sohn des Gärtners? Leider nein. Sie schwärmte für Frau Quentin, die sie dann aber belauschte, als sie im Lehrer... Ist die beste Reiterin in Lindenhof? Ellie? Leider daneben. Charlotte. Carlotta ist im Reiten Carlotta, nicht zu schlagen. Wie heißen Hani und Nani mit vollem Namen? Johanna, Nadine? Leider falsch. Was? Wie heißen die richtig? Marianne und Niemand Hanne? Nennt sie Marianne und Hanna. Wäre ja auch lang. Sullivan, wusste ich. Aber leider nicht. Mehr als ein Fehler. Nochmal. Woran erkennt man, dass Mamselle ärgerlich wird? Sie schiebt ihre verrutschte Brille wieder auf die Nase, stampft mit dem Fuß auf, sie kratzt sich am Kopf. Nein, eine von Mamsells lustigen Eigenarten ist das Brille von der Nase rutschen. Niemand. Was macht Hani und Nani und Katrin und Nani als ihre Klasse nicht in den Zirkus darf? Sie organisieren einen Klassenstreik, sie beschweren sich bei der Direktorin, sie gehen heimlich trotzdem hin. Du hast wirklich ein gutes Gedächtnis. Ja. Gratuliere. Womit eckt Marianne immer wieder an? Mit ihren Lügen, mit ihren Klaviergeklimpern, mit ihren übertriebenen Sportwahn? Marianne? Ja, das stimmt leider. Marianne okay. Was ist ein bunter Abend? Der Punschabend der Lehrerin, ein regelmäßig stattfindender Feier der Schülerinnen und Lehrer, ein besonders witziger Abend im... Nein. Das? Der bunte Abend ist ein ganz besonderes Fest mit Theateraufführungen, schönem Essen, Spiel. Weiß ich doch nicht. Leider nein. Hani und Nani essen Tag an sehr vollen Lohn, weil sie essen so gut geschmeckt, weil der Flinder, weil es erlaubt ist. Sie fühlen sich zunächst gar nicht wohl. Und, ja. Richtig. Okay. Kaum zu glauben, aber. Das ist aber heute Nacht überhaupt kein Himbeer, Zuckerwatte, Kuchen. Richtig. So ein schön. Leider mir. Nochmal, wie heißt Hani und Nani? Ah, das weiß ich jetzt mittlerweile. Sie heißen nämlich Marianne und... Super, du bist ja ganz schön gut. Ja, womit eckt Marianne immer wieder an? Mit ihrem Sportwagen. Ja, das stimmt leider. Wann erkennt man, dass Mamsell ärgerlich wird? Sie schiebt sich die Brille. Jawohl, das sieht wirklich witzig. Womit erhält Doris ihre Freundin sehr gerne? Sie hat bestimmte Zaubertricks, sie kann die besten Witze erzählen, sie imitiert hervorragend. Oh ja. Doris ist einsame Spitze. Das ist ein bunter Abend, das hier. Genau, du bist ja richtig gut in... Welches Musikinstrument spielt Klavier? Klasse. Ne? Wie fühlen sich Hani und Nani? Die fühlen sich am richtig. Anfang gar nicht wohl. Kaum zu glauben. Ja. Kein... Macht das Spaß. Wer sind Max und Sternchen? Zwei alte Pferde, die das Mädchen von den Schlachtern retten? Das Hausmeister-Ehepaar, die Lieblingsband von Hani? Bestimmt das. Wow. Hier. Du bist dir eine Wer rettet Erika aus dem Rennen? Krankenstation? Margarete, Hani, Frau, bestimmt Hani. Nein, aber sie hätten Erika auch sehr gern geholfen. Es war Margret, die alle für egoistisch und gemein. Was möchten Hani und Nani später einmal werden? Fotografen, Popstars? Voll daneben. Popstars? Hani und Nani träumen jetzt schon von einem gemeinsamen Fotoart. Echt? So eine Scheiße. In welchem Internat waren Hani und Nani vor Lindenhof? Birkenbeut, Neubeut, Lindenbach? Das ist leider falsch.
Aber selbst eine Hanni- und Nanni-Expertin kann sowas mal ver... Wo waren die jetzt? Welches Rätsel müssen die Mädchen auf Burg Funkelstein lösen? Wer hat Eddie Saarbürste gestohlen? Hat er ein rechtliches Gespenster? Bestimmt das hier. Oh ja, das ist eine aufregende Geschichte. Woraus besteht der Punsch, der im Spatzenclub-Reihe umgetrunken wird? Sektenhimmel? Super, ich bin begeistert, was du alles warst. Welchen Club gründen die Mädchen? Den Club zur Abschaffung der Hausaufgaben? Den Spatzenclub der guten... Aha. Das ist es. Der Spatzenclub ist so. Leider mehr... Nochmal! Wieso verlässt Frau Roberts das Internat? Sie ist eine schlechte Lehrerin, wird auf ihr Feuer. Sie hat ein Ferienheim geerbt. Sie heiratet den Postboten. Leider dann... Oh, das wäre aber süß gewesen. Wie heißen die drei Mädchen des Kappenkleeblatts? Was? Ein dreifaches Hoch auf dich, Hanni und Nanni. Warum ist Carlotta als anders als die anderen? Weil sie im Zirkus aufwächst, weil sie schon zweimal sitzen geblieben ist, weil ihre Eltern eine Schokoladenfabrik haben. Genau. Das ist doch wirklich was Besonderes. Aus welchem Grund kommt es zum einmaligen großen Streit zwischen Hanni und Nanni? Hanni und Nanni streiten sich doch nicht. Sie sind in denselben Jungen verknallt. Das ist leider falsch. Sie streiten beim Tennis wegen eines Ba... Ach so. Okay. Ja, gar nicht. Mamsells die Großcousine. Hm? Das wäre Claudine manchmal lieber, als Mamsells Nichte zu... Wieso macht die Hausmutter die wilden Claudine mit einem bestimmten Strafangebot eine große Freude, von denen sie gar nicht gerne kochen? Ist das dein Ernst? Da kennst du Claudine aber schon. Ich kenne die alle nicht. Wäre auch ganz nett. Ist aber leider mir. So, nochmal. Wer hackt die Wildschreiche aus? Lucy, Hanni natürlich. Nein. Jennys Tricks sind nicht zu schlagen. Auf welcher Insel verbringen die Mädchen wunderbare Ferien mit dem Praktikanten Maria? Hawaii, Mallorca, Sylt natürlich. Das war es leider nicht. Maria nimmt sie mit nach Mallorca. Oh Mann! Hä, das war doch gerade schon mal. Ja, richtig. Warst du auch schon? Ja, ich war auch schon mal auf Mallorca. Wieso verlässt Frau Roberts das Internat? Weil sie ein Ferienhaus geerbt hat. Ist das nicht... Wäre drin in meinem Haus, das war Margret. Wieso magst du nur Sternchen? Zwei alte Pferde. Du bist ja eine aufmerksame Hanni. Mit dem Internat waren Hanni und Freunde... Wer war das nochmal? Das ist leider falsch. Okay, also aber selbst eine Hanni... Leider mir... Ja, ist okay. Es tut mir leid, dass sich das so zieht. Welches Rätsel muss die Mädchen auf dem Bock fangen? Das Gespenst? Oh ja, das ist eine aufregende Geschichte. Hier sind die drei Mädchen, das Klappen... was war das denn nochmal? Scheiße. Leider falsch. Scheiße. Ist ja auch eine schwierige... Mamsell ist ihre Tante. Klar, das weiß doch jeder. Mal auf den Händen gehen, kochen, malen. Du bist genial und Lucy malt genial. Ja, nochmal im Zirkus aufgewachsen. Genau, das ist doch wirklich was Besonderes. Wir gründen die Mädchen den Club der von Dichter für Vogelspatzenclub. Das ist es. Der Spatzenclub ist ein... Aus welchem Grund hast du dann meinen großen Schreiber wegen dem Tennis? Genau, sogar Hanni und Nanni. Ja! Das war super. Dafür gibt es die große Hanni und Nanni. Kriegen wir jetzt Ehrenburg. Nur eine Urkunde? Ich dachte, wir kriegen noch irgendwas anderes. Kriegen wir sonst nichts? Bitte? Jetzt bin ich sauer. Wir sehen uns hoffentlich bald bei einer unserer tollen Mitternachtspartys. Ja, aber nur wenn ich paar Blümchen, paar Girlanden bekomme oder so. Die Küche ist das Herz von Lindenhof. Da kriegen wir nicht noch irgendwas raus, ne? Ich bin in Eile. Gibt es hier noch irgendwie Im was? Im alten Frühstückszimmer wird jetzt Chemie, Physik und Biologie... Da ist Feuerzeug! Streichhölzer. Die können die Mädchen bestimmt für ihre Party gebrauchen. Jetzt haben die Mädchen alles, was sie für die Party brauchen. Um Mitternacht steigt dann die große Mondscheinfete. Tada! Hey, prima, jetzt ist es soweit. Unsere Mitternachtsparty kann steigen. Wer bist du denn? Und du bist dabei. Möchtest du mit deinen Freundinnen Schlimm oder Schlimmer spielen? Ein super lustiges Spiel für 2 bis 6 Spielerinnen? Dann klicke auf die Flasche.
Wenn du gerade alleine bist, mach doch mit bei der Mitternachtsrallye. Ein klassisches Spiel, bei dem du uns Schülerinnen helfen musst, den Lehrern zu entwischen. Ja. Du musst nur auf die Strickleiter klicken. Strickleiter. Aber lass dich nicht von der Hausmutter erwischen. Das war nämlich das komische Spiel, ne? Ich bin allein und hab keine Freunde, mit denen ich das spielen kann. Lindenhof schwer. Um Mitternacht. Eine mit Pfeiltasten oder? Das ist doch hier Pac-Man quasi, ne? Hui. Bisschen auch wie Pumuckl der Klabautermann. Fand ich immer ganz toll. Habe ich mehrere Leben? Hilfe! Oh! Oh, wir haben es gleich geschafft. Ah, ich habe sogar zwei Leben oder unten, oder? Ah, es gibt drei Level. Das wird bestimmt jetzt alles schneller, ne? Oh nein. Jetzt geht doch mal da oben weg. Er ist gerade voll unfair, ja? Naja, egal. Aber dann haben wir jetzt einmal gespielt, ne? Und dann gehen wir mal zurück. Hä? Tut euer Möglichstes für Lindenhof. Ach, oder können wir jetzt direkt, ja, können wir direkt hier. Schlimm oder schlimmer spielen wir jetzt auch noch einmal. Und das war's uns auch schon. Kennt jeder. Aber hier also, wird es Nani. Schlimm oder schlimmer. Und jede Mitspielerin sucht sich eine Spielerin aus. Okay. Und los geht's. Schlimm. Nani ist als blau. Erste. Sie muss wählen zwischen schlimm. Schlimm. Kaust du an deinen Fingernägeln? Also ich muss ja zugeben, nein. Nein. Okay. Die Fragen sind so schlimm. Jetzt mache ich schlimmer. Imitiere eine Schauspielerin, bis die Mitspieler erkannt haben, wer es. Wow. Das sind so schwere Sachen. Ich glaube, das ist einmal Wahrheit oder Pflicht, ne? Wahrheit ist schlimm und schlimmer ist Pflicht. Was war deine schlechteste Note und in welchem Fach? Und in welchem? Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, können es jetzt auch bis wir tot sind spielen. Ich würde sagen, das war's. Wie gesagt, es war ein ganz kurzes Let's Play nur. Ich habe auch ziemlich viel jetzt weggedrückt, weil mir das Gerede immer sehr viel auf die Nerven geht, weil es, das ist ja einfach nur so Smalltalk-mäßiges, ne? Und das hat, steuert nicht wirklich was zum Spiel bei. Wie gesagt, ich finde die Grafik, fand ich so süß gemacht und auch, dass sie mal synchron zu den Lippenbewegungen gesprochen haben, ist auch ganz schön. Aber ansonsten, ja, war es jetzt nicht das beste Spiel überhaupt, ne? Wollen wir mal ehrlich sein. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Trotzdem war es ein Honey und Money Spiel. Das kann ich jetzt abhaken auf meiner Liste für meinen Kanal. Und Dankeschön fürs Einschalten. Wenn ihr irgendwelche Spielwünsche habt oder Spiele habt, die ihr noch zu Hause rumliegen habt und nicht mehr spielen soll und die noch nicht auf meinem Kanal sind, schreibt mir oder schickt sie mir zu. Ich schicke sie auch gerne wieder zurück, wenn ihr mir das als Leihgabe nur geben wollt. Das ist gar kein Problem, das mache ich mit sehr, sehr vielen. Und ja, bis dahin, abonniert mich, folgt mir auf Facebook, vielleicht jetzt auch irgendwann auf Twitch. Ich möchte da ja ein bisschen aktiver werden. Und bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Einschauen. Tschüss.